ich AFK gegangen bin, ich habe deine Anfragen gesehen. Und? Der 180 war gewollt, ne? Ich wusste nicht, dass das so eskaliert, wenn man den so durchdrehen lässt. Tut mir leid. Anfang bei Aquaplaning, das Ding willst du nicht. On the road again. Das, der lässt sich gut anfahren, wenn du eine Sache nicht tust. Kein Durchdrehen. Verlenken. Ne, du kannst auch durchdrehen, aber solange du nicht längst, alles gut. Sobald du einmal längst, tschüss. Der bricht auch nicht aus, wenn du halt nicht längst. Aber sobald du längst, bricht er in die Richtung aus, und dann nicht Kevin. Chris, ich hab grad wen gekillt, der eine Killstreak von 8 hatte. Der hat die Killstreak gemacht, indem er die ganze Zeit seine Unterlaufgranaten gespammt hat. Wow. Weißt du, wie ich ihn gekillt hab? Wieder. Mit ausreichender Gerechtigkeit. Ich hab ihn RPG'd. In seinem scheiß Camperhaus. Oh. Soll ich alleine fahren oder kommst du mit? Ich komm mal raus. Dusch. Ich hab ein neues Fahrzeug geholt. Das hab ich gerade gemerkt. Mich hat's konsequent aus dem Auto geschmissen. Ah, kein Problem. Neue Fahrzeuge sind super. Wo steht's denn? Von Zero Again. Du Scheiße! Ob du behindert bist! Hey! Glaub mir, so wird uns niemals erkennen. Ja, Moment, da warte mal kurz. Da muss ich mich aber umziehen. Da muss ich doch zur Reporterin werden. Moment. Wie sehe ich denn? Das könnte eine Reporterin sein. Das mit Sicherheit nicht. Ach komm. Das ist am ehesten Reporter bei mir. Schoolgirl geht eigentlich auch als Reporter durch. Wir sind richtig behindert, Alter. Aber man könnte es abkaufen, weißt du? Wir sind, keine Ahnung. Hey, Chris, stell dir vor, man könnte an eine Typ noch eine Unterlaufgranatenwerfer reinklatschen. Das würdest du nicht machen. Hast ja nur einen Unterlauf 50er. Ja. Deshalb ja. Ich denke mir gerade so, wir haben hier einfach einen Moderator und eine Reporterin. Ja. Weil du siehst eher aus wie so ein Moderator von irgendeiner TV-Show. Ja. But you suck. Wir sind auf dem Weg zu unserem Event. Gerade. Das wird jetzt schwierig werden, aber ansonsten. Hallo! Alter, kann ich jetzt mal. Der Kopf hat den auch nicht gesehen, ey. Alter. Seid ihr Weasel auf News, bitte lassen Sie uns auf durch. Irgendeinem RP-Server oder wie? Nein. Ach so. Wir machen nur so eine Art RP draus, wenn wir spielen, weil. Langeweile! Halt. Der Witz ist, sein Charakter, ein Typ, ist zusammen mit meinem Charakter ist ein Vibe. Ja. Und die ist total abgedreht und der ist total nicht Autist, einfach nur behindert mit anders was. Ja, ich bin auch abgedreht, nur anders wie du. Ja! Du bist eher so mega badass und ich bin einfach so, oh, was macht das? Das sieht denn richtig behindert aus. Der macht das Ding kaputt! Warte, Moment, News! Polizeiverfolgung! Sind wir Teil der News? Okay, dann die Richtung. Easy ausgestiegen. Ich lenke die Cops ab, kein Problem. Ruf du gleich einfach Lester an, wenn du drin bist. Ich lenke die Cops gerade ab. Ich blockiere gerade alles. Guck mal, war doch gut, dass ich Transporter genommen habe. Hey, how can I help? Oh, hey. You're in trouble. Okay. Weißt du, was das Gute an diesem Priority Area Gedöns ist, Chris? Was denn? Du kriegst nochmal 100 vom Weilen extra dazu. Das heißt, du kriegst mittlerweile für Objective Offense und an der Control kriegst du nur 50 XP und 50 Geld, aber in der Priority kriegst du dann nochmal 100 XP und 100 Geld. Das heißt 150 und 150. Statt 50-50. Jo. Ist super. Super, Kalli, die Frage gelöst. Ja, es war legendären Audi Quattro quer durch Los Santos ballern. Natürlich. Erstmal mit meinem Musenius-Truck vor allem abhauen.
Das Schöne ist, wir werden uns gleich umziehen, dann können wir uns einfach wieder. Offroad HMG, Alter. Ich meine, hey, ich hab eine Sonnenbrille. Oh, oh. Also ein Payday, Payday zählt nicht. Also, hier sind grad... sogar Sonnenbrille und Kopfhörer! Uff! Tschüss. Hier sind gerade Teammates, die sich auch einfach nur so denken, jo, Alter, Offroad HMG auf Only Infantry Server, lol. Stimmt, das ist das einzige Waffenfahrzeug, das du holen kannst. Ich weiß. Und er harzt damit, mit minimal Harz. Er hat nur vier Plätze, der hat nur drei Plätze, ne? Ich glaube vier Sitzplätze und einen fünften Gunner. Hat er nicht nur drei? Zwei? Fehlen nicht hier hinteren Sitzplätze? Nee, das ist ja auf der Ladefläche hinten drauf, das haben ich weiß, aber okay, vielleicht denke ich auch an den anderen Offroader. Obwohl, nee, der mit den Taschen hat ja auch vier. Der mit den Rucksäcken an der Seite, oder was hat das? Gibt einen mit Rucksäcken an der Seite? Ja. Und der ist auch offen, der hat keine Türen. Im Militärlook. Yo, Bunny Ford. Kennst du dieses immer, wenn die Leute die ganze Zeit gelehnt laufen, aber eigentlich es nicht tun, weil es nur bei dir so aussieht? Ja. Das sieht so deppert aus, ist super. Ich hab Rücken! Das ist auch das Beste, Alter. Einfach hinlegen, in den Himmel gucken, Alter. Oh, wie froh. Oder du hast eine Bauchmuskulatur vorne noch nicht discovered. Ja. Ich lauf grad schön die ganze Zeit in der Priority Area. Du kriegst dadurch auch viel mehr beim Endgame raus. Also du hast mittlerweile, wenn du das gewinnende Team im gewinnenden Team bist, kriegst du die Hälfte von dem, was du erspielt hast, in der Runde nochmal oben drauf. Das ist weniger als früher. Nein, und wenn du die ganze Runde mitgespielt hast, kriegst du nochmal die Hälfte. Also du kriegst das Doppelte. Also du kriegst 100% nochmal oben drauf, wenn du die ganze Runde mitgespielt hast und im gewinnenden Team bist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du im gewinnenden Team gespielt hast, du vorher 100% gekriegt hast, immer. Und wenn du im Verliererteam warst, du 50% immer bekommen hast. Immer. Am Ende. Ja, egal, ob du mitgespielt hast. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Du kriegst mittlerweile 50%. Also, ach, du meinst so. Ja, okay. Na, mit, ich glaube, die haben das jetzt mit dieser ausgeglichen, mit dieser Zeit, die du in der Runde drin bist. Also, das hat damit nichts zu tun. Also, du kriegst halt einfach dein Geld halt wieder. Und du kriegst 50% Geld und 100% XP. Da drauf. Das heißt, du kriegst 100 und 200 bei dem anderen. Nee, 100 und. Nee, du kriegst 100% Geld drauf und 150 XP. Und bei dem anderen kriegst du halt 100. Nee, du kriegst 50% Geld und 75 XP und 175. So. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß nicht, wie es früher war. Früher hast du sowieso eigentlich immer relativ viel bekommen. Oh lol. Ja, okay. Steht der von der Seite der Wagen? Ja. Es ist übrigens immer noch so, dass in 90% der Fälle irgendwie immer Opfer gewinnt. Opfer finde ich auch das beste Team, weil du halt zwei Tarnungen hast als einziges Team. Ja. Die weiße Tarnung ist halt wie Sniper oben, wenn du auf dem Felsen kämpfst. Stimmt wohl. Okay. Erstmal mit dem Ford GT bei der Polizei vorbereitet. Oh, Junge. Oh, Drogen ist nichts Gutes.
Ich habe mir da Bullenheit-Testosteron geholt. Ach Gott. Hab ich nur $500 gekostet. Unnötig. Doppelten Schaden und Schaden ist halbiert, den du kriegst. Also bitte. Hier nur noch sein. Außerdem sieht das Ganze viel farbenfroher aus. Ja, natürlich. Tut es wirklich? Ja, trotzdem nein. Hält aber nur eine Minute die Kacke. Belastend. Aber lustig. Ich hab's halt noch nie gemacht, deswegen wollte ich es austesten. Die Taxizentrale ist besetzt, Alter. Ach nö. Guten Tag, ich bin der Newsreporter hier. Heute gibt es Tod für Rocker. Schwierig. Habe ich schön die Klöten weggeschossen. Oh, der ist aber auch eklig zusammengeklappt. So. Und dann so richtig theatralisch. Oh, läuft. Schon wieder 16 Uhr haben, ey. Ich dachte schon wieder, wir hätten später. Ich wäre schon wieder halb reif fürs Bett. Oh, ich ja, bin ich auch schon wieder müde. Echt? Warum? Liegt vielleicht daran, dass ich nur von 10 bis 6 gepennt habe. Vielleicht, ich habe von 5 Uhr bis 5 Uhr morgens bis 14 Uhr. 9 Stunden. Ja, ist mehr wie ich. Bei mir sind es 8. Ich habe geschlafen von 1 bis 6 und von 7 bis 9. Weil ich nicht am Stück schlafen kann im Moment. Ja, kann ich auch nicht. Ich werde auch viel zu oft noch dabei. Aber ich ziehe es trotzdem noch. Oh. Ich will da rein. Ich bin Soklo. K-L-U-K. Alles klar. Hey Chris, ich hab ca. 33% zu Level 20. Wow! Ja. Ich war lange bei dir. Impressive! Gefühlt dauert's noch ewig. Gab's nicht auch Boten King auf der Hill? Hä? Gab's nicht auch Boten King auf der Hill? Es gab Jetskis, das weiß ich. Ich glaube, du konntest ins Wasser gehen und dann bei Pyrotechnik. Nein, aber konntest du nicht auch Boote kaufen? Ja, ich glaube, zum Beispiel Schnellboot Minigun?
Ich weiß nicht, ob mit einem Minigun, aber ich glaube, dafür musstest du ins Wasser gehen und dann hast du das Menü dafür bekommen. Nee, ich meine halt wirklich an dem Laptop. Kannst du da Boote kaufen? An dem Laptop nicht, da sind nur Helis, Autos. Oh. Außerdem hat Kevin, glaube ich, gerade Scheiße gebaut. Was machst du eigentlich? Wieso habe ich Scheiße gebaut? Ich wollte was anderes sagen und dann ist es mir entfallen, deswegen dachte ich mir, das ist jetzt irgendwas anderes und nicht viel Scheiße gebaut eigentlich. Ah. Was ich mache, ich stehe vor meiner Garage und will den Lux reinstellen. Weil Hilfe brauchst du da oben eh nicht. Ich werde die ganze Zeit beballern und war schon einmal fast tot. Aber hast ja recht. Weil jetzt bin ich richtig. Ey, Chris, noch 700 Geld und ich hab die 100.000. Noch 700 Geld, Alter. Ja, ich hab schon insgesamt verdient 140.000 Geld. 1000? Und 170.000 XP. In Tote. Wenn du ein Bullet hast, als Bullet von dem LKW wirst. Das ist wirklich traurig. In Tote, Madalente. Und auch noch Flyerverkehr. Schwierig. Also der ist nicht mal blockiert worden oder irgendwas. Der denkt sich halt, er muss sein Ford GT schon. Chris, du kriegst jetzt auch irgendwie einen Bonus von 1000, wenn du dein Faith akzeptierst und wenn du geautobalanced wirst, einfach wechselst. Das finde ich tatsächlich eine gute Sache. Hatte ich zwar erst einmal. Aber ja. Willst du mich eigentlich verarschen? Danke. Hey, danke. Kriegst du eigentlich die 1000 dann auch immer, wenn du kein Team auswählst, sondern automatisch das Team, was du früher bekommst, akzeptierst? I don't not think so. Ich hasse die Leute, die beim Tower die Tür auflassen. Ich hasse sie abgrundtief. Like ihr Pissnelken. Führt euch. Like ihr Weißt Bescheid? Allah, Chris.exe ist stopped working, Allah. Der Typ hat plötzlich angefangen, Kanadisch zu reden. Weiß auch nicht, was da los war. Kanadisch meine ich Französisch. Meinst du, ich, meinst du wie in South Park einfach? Ja, genau. Und nach Kanada kommst. Dies ist Kanada. Ich find's ja immer noch super, wie... jedes Land Spitznamen hat.
Inwiefern? Jedes Land hat irgendwie eine Bezeichnung von sich selber, sag ich mal. Okay. Wie was zum ist denn die von Afghanistan zum Beispiel? Taliban? Frag mich schon nicht, Wonderland, Alter. Oder was? Nee, aber beispielsweise von Russland ist es halt Motherland. Oder von Deutschland Fatherland. Beispielsweise. Ja. Oder von Kanada ist es True North. Oh, zuckerbliert. Oder The Great White North. Also, oh, still zuckerbliert. Zucker. Okay, ohne Vorwarnung ist abgezischt, alles klar. Allahu Akbar. Was? Allahu Akbar. Was? Wegen zu langer Untätigkeit aus der Tür. Ah. Ich war 2 Minuten auf dem Desktop. Nein. Jetzt bin ich beleidigt. Ne, alle 4. Und mit dieser Hermit-Täuschung zum Blitzzeit. Lol. Das war echt nicht absichtlich. Sorry.